Ja, servus YouTube, hallo zusammen. Ja, Sonntagmorgen, wir haben heute den 13.02. Wir haben mittlerweile schon 12:30. Ich bin ein bisschen spät los, mal wieder auf Sonntag. Im Hintergrund läuft da so ein bisschen Kanal 11. Da ist ja die Sonntagsmorgensrunde von Oberndorf. Und ja, ich habe heute mal ein anderes Gerät dabei. Gestern Abend habe ich ja noch ein bisschen Funkbetrieb gemacht und auf SSB macht das Gerät, dass es irgendwie anfängt zu blubbern irgendwie. Da ist die Modulation dann so verblubbert irgendwie. Anders kann ich das nicht erklären, sorry. Hört sich ein bisschen doof an. Auf jeden Fall ist die Modulation dann irgendwann unverständlich und macht dann halt keinen Spaß mehr. Jetzt habe ich mal meine alte President George ausgepackt mit einem Turner Plus 3. Und da werden wir heute noch mal ein bisschen mit testen. Wir heute die Kiste mal ein bisschen in Schwung bringen. ja, wir haben super Wetter. Es ist ja nicht sonnig warm, aber es ist auch nicht wirklich kalt. Der Wind geht ein bisschen. Ich hoffe, es wird nicht mehr. Weil ich habe heute auch mal, weil ich hier ein bisschen länger QRV sein will, habe ich meine Solarzelle mal ausgepackt. Das verkabelt zeige ich euch gleich, wenn ich rausgehe. Und ich habe ja so ein Vectron. Laderegel habe ich in einem anderen Video ja schon mal erklärt. Ja, die Ausbeute ist jetzt nicht so geil. Also ich habe hier die App. Ich hoffe, man kann das erkennen. Momentan 29 Watt. Das ist nicht wirklich viel. Aber ich glaube, das Ding hat als auch einen gelben Punkt. Das heißt, die momentan sitzt der Ding auf macht der Laderegler, pumpt keinen Strom rein, sondern ist auf Erhaltungsspannung gepackt. So, jetzt ist mein Wasser fertig. Das ist auch schön. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Sonne ist reichlich da. Schauen wir mal. Also in diesem Sinne, ich nehme euch jetzt gleich mal mit raus. Dann zeige ich euch, damit ich das mit der Solarzelle provisorisch gelöst habe. Ich habe die einfach im Endeffekt aufs Dach gelegt. Kabel durchs Fenster, den Laderegler. Aber dafür gibt es dann im nächsten Clip. Also bis später. Ja, sieht noch ein bisschen wild aus hier. Wie gesagt, da das... Ja, alles klar. Ja, wie gesagt, da ist meine alte President George. Ja, meine 2-Meter-Büchse läuft im Moment noch auf einer Rotzfrequenz. Hier unten habe ich den Laderegler gelegt. Einfach mit dem Kabel einfach mal direkt an die Batterie geschlossen. Da vorne durchs Fenster gehen die Kabel rein. Ja, das dazu. Jetzt nehme ich euch mit raus. So, Kaffee, Wasser dampft, kann nichts schief gehen. So, schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen windet. Ein wenig. Und der Wind kommt genau aus der Richtung. Ja, Weitsicht geht so, ist ein bisschen diesig. Ja, wie ich es gestern schon aufgebaut hatte, hier meine 2-Meter-Antenne. Funk momentan halt nur über die Heckantenne. Und wenn ich hier rumgehe, ja, hier oben auf dem Dach liegt mein Solarpanel. Ja, ist jetzt natürlich nicht optimum, wenn das anfängt, viel windiger zu werden, muss ich aufpassen. Einfach die Verkabelung hier durchs Fenster geführt. Um mal einfach einen Nachmittag zu testen, ist das okay. Für eine dauerhafte Lösung muss ich mir da noch was anderes einfallen lassen. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, wir haben super Wetter. Es windet halt ein bisschen. Jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen in dein Auto stellen, sonst habe ich zu viel Windgeräusche. Und mal gucken, ob ich das hinkriege. Zoom, 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 zoom. Ja, kann man, glaube ich, nicht so gut erkennen. Da hinten ist Freudenstadt. Ja, okay. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Mal gucken, ob ich vielleicht noch den einen oder anderen QSO-Mitschnitt mache. Aber das ist ja in der Regel eigentlich nicht so interessant. Schauen wir mal. Also, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich mache mal weiter. Auf YouTube oder sonst irgendwo da kommentiert wird, es gibt auch stille Genießer sozusagen, HI. Ja, das ist, wo du gerade meinen Kanal so schön lobst, da musste ich doch mal direkt die Kamera anschmeißen. Dann hörst du dich demnächst dann auch selber. Wie gesagt, ich denke mal, das geht heute Abend irgendwie mal online. Alles klar, so, jetzt geht bei mir der QRM wieder ein bisschen hoch. Olli, dann mal Mikrofon zu dir. Bitte. Alles klar, Peter. Wenn der bei dir hochgeht, dann frag mich mal, ob der bei mir auch nicht hochgeht. Zum Beispiel auch. Also ich habe hier gerade irgendwas von einem Repeater gehört. Ja, der Repeater ist irgendwo im Hohenlohe-Kreis und der Ludwig hat mal auf den 35 gesucht, dann hier nimmer einen Repeater bei.
Ja, normalerweise von laut Bundesnetzagenturliste nicht, das ist richtig. Da sind bestimmte Kanäle vorgegeben. Ja, und laut Wörner, der müsste irgendwo im Hohenlohe-Kreis sitzen, aber ich kann nichts Genaues sagen. Ja, der macht es fit, dass die Sonne 12 Kilometer mal irgendwie spazieren gehen oder wandern. Ja, also hören tue ich den auf jeden Fall. Naja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Okay, dann mach doch mal weiter. Ja, wie gesagt, gerade Kanal 35. Mal gucken. Jo, dann der Olli, Hotel November Doppel 08. Den habt ihr ja auch schon. Oh, jetzt wird er. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und Band. Also, wir haben jetzt. Wir haben heute den 13.02. und die Bandöffnung. Phänomenal. Also, alles nur drunter und drüber. Ja, der Kollege ist in Mösslingen. Ja, der ist ein bisschen unterkünftig auch. Der kriegt er leider nicht so gut mit und jetzt geht wieder. Heidenei, Heidenei. Ja, ich weiß nicht, diesen Repeater. Da läuft gerade einer einen CQ-Ruf über den Repeater aus AI. Alles klar, Jürgen. Ja, wie gesagt, das wundert mich auch, aber wie gesagt, ich kann. Ich glaube, wir machen mal einen QRG-Wechsel oder so. Vielleicht ist es da ein bisschen ruhiger. Schauen wir mal. Ja, und das passiert, wenn es etwas windiger wird. Blöd. Ja, das kann halt passieren, wenn man das Ding einfach nur so oben auf dem Dach legt. Da ist das Ding einfach mal abgehoben. Ja, ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Ich werde das jetzt mal irgendwie anders platzieren. Mal gucken. Alles klar. Dumm gelaufen. So, ich habe das Problem mal gelöst. Ob es eine dauerhafte Lösung ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt mal auf die Windschutzscheibe gelegt. Ja, die Sonneneinstrahlung, die Sonne wandert jetzt so darüber. Von daher könnte das vielleicht noch klappen, weil ich da ein bisschen Lichtausbeute kriege. Wollen wir mal hoffen, dass es hebt. Ich glaube, kaputt gegangen ist es nicht, aber hat ein paar Schrammen gekriegt. Na, wollen wir hoffen, dass es noch Leistung bringt. Sonst wäre das echt ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie strapazierfähig so Dinger sind. Das ist meine erste Solarzelle, die ich habe. Ja, schauen wir mal. Alles klar, weiter geht's. Ja, nachdem meine Solarzelle ja abgeschmiert ist, liegt sie jetzt da vorne auf der Windschutzscheibe, habe ich ja euch von draußen schon gezeigt. Aber sie macht jetzt geschickte 42 Watt. Also gut, die Sonne wandert jetzt natürlich auch nach vorne, so direkt über die Solarzelle rum. Dadurch, dass die jetzt nicht flach auf dem Auto liegt und vielleicht so ein bisschen schräg, ist vielleicht der Einstrahlwinkel etwas besser oder naja, auf jeden Fall macht sie jetzt um 40 Watt plus minus immer so ein bisschen. Ja, aber da geht schon was. Also, wenn ich jetzt mal gucke über den Verlauf, na, geh an. Jetzt will ich nicht, da ich zu feste drücke, fliegt mir das Handy runter. Ja, da unten kann man jetzt leider die, ich gucke mal, ob ich da dran gezoomt kriege, ob man das scharf kriegt. Ja, die ganz linke Spalte ist die von heute. Maximal Peak war 70 Watt und ja, kann man jetzt erstmal nicht meckern. 100 Wattstunden hat sie bislang geliefert. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Ich bin in diesem Metier ja leider nicht so bewandert. Jetzt stellt er natürlich wieder die Makro nicht um. Keine Ahnung, jetzt hat er wieder umgestellt. Ja, also ich bin mal gespannt. Also meine Voltanzeige steht momentan auf 13,9 Volt. Heißt, momentan wird definitiv die Batterie geladen. Und ja, sieht erstmal vielversprechend aus. Wenn man dann halt auch im Sommer unterwegs ist, funktioniert die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen besser. Also, dranbleiben. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch einen QSU gehabt auf 2 Meter mit einem Funkkollegen, der mit mir zusammen Prüfung gemacht hat. Auf CB ist jetzt gerade die Runde abgebrochen. Vielleicht war ich zu lange weg. Jetzt drehe ich nochmal über Kanäle, mal gucken, vielleicht finde ich noch was Interessantes. Bis später. Ja, Mittagszeit ist vorbei. Wir haben mittlerweile kurz nach 2:30 und die QRG ist wieder etwas mehr belebt. Es sind wohl auch doch recht viel Bandöffnungen. Da haben schon ein paar Mal die Kanäle hin und her geswitcht, weil plötzlich auf irgendeinem Kanal ein Papagei war, der da eigentlich nicht unbedingt hingehörte. Dann haben wir den Kanal gewechselt. Da waren wir irgendwann immer mal ein bisschen hochgegangen. Dann waren wir irgendwann auf 38 LSB, aber das ist ja auch so ein, ich sag mal, inoffizieller Anrufkanal.
Und da hat ein Russe mit einem Amerikaner gequatscht, die standen beide hier knüppeldick. Ja, war eine merkwürdige Situation. Wie gesagt, vom Berg zu Berg funken war leider nicht mehr dran zu denken. Und jetzt sind wir auf Kanal 37 abgewandert. Es haben sich noch die ersten Stationen wieder reingemeldet. Die haben wohl einen Mittagsschlaf aus. Und hier machen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. So, meine Solarzelle funktioniert einwandfrei. Gerade geht die Leistung wieder ein bisschen runter, warum auch immer. Komischerweise schwankt die immer sehr stark. Teilweise zwischen ja, um 20 Watt rauf runter. Und das macht mich schon ein bisschen stutzig. Aber ich weiß nicht, ob das für so ein Ding normal ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin da, wie gesagt, so lange nutze ich Solarzellen noch nicht. Und ja, ich finde das auf jeden Fall interessant, die ganze Sache zu beobachten. Und ja, es wird auch gerade wieder etwas mehr Strom gezogen, sehe ich. Der war vorhin mal irgendwann bei 0,9 Ampere. Jetzt liegen wir bei 1,5. Also das heißt, Batterie wird anscheinend wohl geladen. Naja, prima. Schauen wir mal weiter, wie es weiterläuft. Wir machen jetzt noch ein bisschen QSO. Gucken, vielleicht ergibt sich später noch ein Mitschnitt und so. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ja, Coca-Cola-Kappe ausgetauscht. Kollege, du weißt, wer gemeint ist. Kannst dir einen Kommentar da lassen, ob dir die besser gefällt. Ciao, ciao. Ja, wie gesagt, Band ist sehr unruhig. Bevor wir jetzt abfliegen und die nicht weg. Mikro nochmal zum Dirk. Breko, Break, Break. Ja, Breko, Break, Break ist gehört. Ja, wie gesagt, Band ist etwas unruhig. Ja, wobei SSB, glaube ich, nicht funktioniert, weil der Olli, der CB Audi, hat, glaube ich, kein SSB an Bord zurzeit. Da würden eventuell die höheren Frequenzen, beziehungsweise die niedrigen Frequenzen, die hohen Kanäle in Frage kommen. So, dann mal kurz gucken hier, Breko, Break, bitteschön. So, einen wunderschönen guten Tag hier von der Stadt Bagger 01, Mikrofon Alexander. Helmut Kujar in Hupfer, jetzt gerade momentan in Leinstetten, oberkünftig, ja, Roger, das Mikrofon weiter. Ja, alles klar, Alex, sei gegrüßt, ja, wie gesagt, Deckel Wuppi Dirk hier, steht da immer noch bei dir in der Nachbarschaft. Pascal, Mikrofon zu dir. Ja, die Station wurde komplett gebügelt von dem DX, keine Chance. Ja, dann brauche ich einen Lessi ja wahrscheinlich auch nicht zu fragen und die anderen beiden Kollegen sind gerade nicht dabei. Ja, Alex, tut mir leid, von den anderen Kollegen kriegt dich leider keiner mit. Wir haben etwas Stress hier auf dem Band. Wie gesagt, Bandöffnungen sind da und da kommst du zu den Kollegen auf den Schliffkopf nicht über. Ja, ich krieg jetzt die andere Station gut mit, Dirk. Ich bin hier gerade in Leinstädter, Standmuffel mit der Handfunk und zwar mit der Pro Panther, sagst du das mal? Pro Panther Handfunk bin ich gerade hier Standmobil, ja, oberkünftig hier in Leinstädten. Ja, wie gesagt, das Gerät hast du mir schon mal irgendwann gesagt. Ich hatte mir das, glaube ich, auch mal im Internet angeguckt, aber direkt was zu sagen zu dem Gerät kann ich da leider nicht. Ja, wie gesagt, aber insgesamt macht das halt wenig Sinn, weil, wie gesagt, wir sind eigentlich im Aufbruch auf einen Kanalwechsel. Ich weiß nicht, wir warten jetzt noch mal gerade gucken, ob der CB Audi oder der Tobi, einer von euch beiden, seid ihr wieder hier? Ja, ich bin wieder da. Also ich war auf dem Weg. Ah, okay, ja, weil ich hatte vorhin nur einen gehört, der sagte mal irgendwie, Tobi, geh mal einen Kanal runter. Ich dachte, du wärst das gewesen, Olli. Ah, der Hüssi. Ja, Hüssi ist ja auch noch mobil unterwegs. Dann warten wir noch mal gerade. Hüssi, kriegst du mich noch mit? Ja, auch das wird wahrscheinlich irgendwie untergehen. Ja, weiß ich, Pascal, wir wollten noch mal einen QRG-Wechsel machen, oder wie? Ja, soll ich gerade mal gucken, was hier frei ist, oder willst du? Nee, mach du mal. Bei mir ist es ein bisschen komplizierter hier mit der Umstellerei. Okay, dann gucke ich kurz und dann sage ich dir auch die Frequenz, ja? Haha, perfekt. Ja, so läuft's heute. Ja, Leute, jetzt ist es wieder ein bisschen zu dunkel, sage ich schon mal von vornherein, aber Sonne ist weg. Ja, der Lessi meldet sich auch gerade ab. Ja, wie gesagt, wir haben mittlerweile knapp 20 vor 7 und ja, die Sonne ist weg, es wird sehr schnell kalt. Aber wie gesagt, für mich geht der Funktag jetzt auch so langsam, aber sicher zum Ende. Wie gesagt, wir mussten ganz oft die Kanäle wechseln, weil, wie gesagt, Bandöffnungen da waren, die, ich sag mal, das QSO, ich sag mal, immer mal wieder gestört haben. Ja, insgesamt geiler Abend oder geiler Tag hier. Der Sonntag ist so schnell umgegangen hier oben. Das, was ich alles machen wollte, habe ich gar nicht hingekriegt. Wir sind jetzt auch auf der Kanal 42, da ist es definitiv ein bisschen ruhiger.
Aber ansonsten. Ja, jetzt gucken wir noch mal gerade, vielleicht noch mal kurz vom Lassie verabschieden. Bin ich alleine? Komm gut heim, 370, bis dann. Tommy, von meiner Seite auch, komm guten Buckel runter, Schrott und Gebührenfreien, man hört sich. Ja, euch auch Schrottfreier, ciao, ciao. Ja, wie gesagt, die Runde wird kleiner, jetzt sind wir noch zu viert. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich denke mal, ich werde mich jetzt mal so langsam Richtung Heimat aufmachen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefällt, Abo nicht vergessen. Und vielleicht noch einen Daumen nach oben, wäre auch geil. Also in diesem Sinne, macht Schmuggel. 73, Cheerio. Geplant noch etwas länger da zu sein.